Hallo, grüß euch. Heute machen wir Marzipanherzen. Und zwar ist das ein Mürbeteig mit Nüsse. Den habe ich schon gemacht, einfach zusammenkneten oder in der Küchenmaschine. Und dann gut durchkühlen lassen im Kühlschrank. Dann geht er am besten. Man kann ihn dann vorher ein bisschen durchkneten. Und dann geht es super. Mehl her. Braucht es mit Mehl nicht sparen, weil der ist ziemlich mürbe. Wenn er schön durchgekühlt ist, dann geht der Tag auch einfach gut zum Verarbeiten. Ich meine, das ist jetzt so blöd. Oder? Einfach schön ausrollen. Das Backrad habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ich muss mir da die Brille aufsetzen, sonst sieht es nicht. Jetzt muss ich gerade schauen. Oder so. Ich mache die kleinen. Und zwar tue ich einfach von dem Mürbeteig Herzen ausstechen. Und aufs Blech legen. Und die tun wir backen. Bei 180 Grad, so 18 Minuten. Und dann tun wir Marzipan mit Stabzucker zusammenkneten und denen auch auswolgen und tun das mit Marmelade aufs Kekslaufe picken. Und dann tun wir es glasieren mit Schokolade. Das ist total gut. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich mache so dünne Kekse und ich glaube, da ist es gescheiter ein bisschen dicker. Nicht ganz so dünne Kekse machen bitte, weil der Marzipan ist auch ein bisschen dünn und die schmecken total gut. Also ich stiche jetzt die ganzen Herzeln aus, tue sie backen und wenn ich in Marzipan zusammenkneten, das machen wir zusammen und auswolgen und dann machen wir den Rest zusammen. Aber ich glaube, die Keks mit dem Mürbeteig, das muss ich euch jetzt nicht mehr sagen. Das haben wir jetzt oft genug schon gesehen. Also, bis später. So. Kekseln sind alle gemacht. Ich tue sie lieber da her, bevor das Nudelbrett da umrutscht. So, dann haben wir da jetzt einen Marzipan und einen Stabzucker. Und das tun wir jetzt richtig schön zusammenkneten. So, ein bisschen Stabzucker lassen wir liegen, dass er nicht anpickt. Einmal kurz noch. So. Stiche jetzt die Herzeln aus. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Komm gleich wieder, gell? So, ich kalte das einmal auf die Marmelade. Dann tun wir auf die Herzeln eine Marmelade auf.
zeige es euch jetzt so und dann mache ich das fertig. Und da tun wir den Marzipan drauf. Es ist ein bisschen eine Fitzelarbeit, aber das geht. Und die tun wir jetzt da herlegen. Und wenn sie alle fertig sind, dann tun wir sie mit Schokolade glasieren. Aber jetzt mache ich sie mal alle fertig. Und dann, wenn ich sie glasiere, das machen wir natürlich wieder zusammen. Also einfach im Marzipan schön ausrollen und für jedes Keksel ein Marzipan und mit Marmelade. Und dann tun wir sie zusammen glasieren und ein paar Pistazien auf. Das war es momentan gewesen. Ich bin ja gleich einmal wieder bei euch, gell, wenn ich alle gemacht habe. Für euch dabei. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob sie sie 6. Gab schon, gell? Und die tun wir jetzt alle einfach in Schokolade dunkeln. Und da herlegen. Und da tun wir, jetzt tue ich das ein bisschen weg, dass das 6, einfach 2-3 Pistazien drauf. Nicht zu viel, das muss nicht sein. Schaut viel netter aus, wenn es ein bisschen kleiner ist alles. Das muss nicht so üppig sein. Ich tue jetzt alle glasieren, lasse sie trocknen über Nacht in einem kühlen Raum und dann mache ich ein Foto und dann tue ich sie in die Dosen. Und ich glaube, das Krexelbachen ist für heuer bald einmal erledigt. Wenn mir noch eine Sorte einfällt, dann mache ich noch ein Video. Aber versprechen kann ich es nicht. Weil jetzt geht noch der Weihnachtsmarkt los und mit den Kirchen. Und dann habe ich leider keine Zeit mehr zum Backen. Aber falls das noch was ist, mache ich noch ein Video. Und sonst geht es normal mit den Videos weiter. Gell? Die normalen Koch- und Backvideos. Ich wünsche euch was, einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Ich habe jetzt noch relativ viel zu tun. Macht sie nach, die sind total gut. Ein bisschen viel Arbeit ist es. Gebe ich jetzt zu. Und bis zum nächsten Video. Pfiat euch.